Leute, willkommen zurück zu Let's Play Yooka-Laylee. Im letzten Part haben wir die zweite Welt, den Glitzerfrostgletscher, zu 100% abgeschlossen. Und jetzt in diesem Part wollen wir dann selbiges tun mit der Welt 3, dem Tower-Labyrinth-Sumpf, wo wir jetzt dann gleich reingehen wollen. Wir schaffen sogar in diesem Part, schätze ich mal, dann Welt 4 vielleicht auch schon dann dort die 100%, mal gucken. Aber jetzt dann erstmal steht eben Welt 3 im Vordergrund. Und ich mache am besten gleich einen Schnitt und dann gleich sehen wir uns wieder, wenn ich dann irgendwas Besonderes hier finde. Entweder ein Pagey, Federn oder auch ein Ghostwriter, was auch immer mir dann hier eben noch fehlt. So, hier ist die Sumpfstation. Ich glaube, das ist der Ort, wo ich auch hingehen wollte. Genau, perfekt. Das war jetzt übrigens an der Stelle, wo auch Dr. Pust gleich in der Nähe war, hier bei diesem See da, genau. Und hier kann ich jetzt dann gleich, wenn wir ihn in Ruhe lassen würden, dann hier nach oben und da jetzt hindurch mit der Reptilramme. Sehr schön. Was davor eben nicht ging. Und sie sind sogar noch weitere Federn für uns. Sehr schön. Und dann Pagey gleich auch noch hoffentlich. Deswegen, das ist schon mal eine ganz gute Ausbeute bisher. So. Okay, und ich muss da, okay, ich muss da schnell sein. Wieder mal dann das Ganze mit der Reptilramme machen. Ja. Dann gleich wieder aufladen. Und. Hui! Und gerade so hindurch. Sehr schön, kann man auch wirklich nur so schaffen und anders geht es wahrscheinlich dann nicht. Sondern hier vielleicht erstmal kurz alle Gegner auf dem Weg besiegen. So. Und dann gleich erst hindurch. So, dich auch noch bitte. Gut. So, dann auch noch die Federn einsammeln. Ja. Wie viel fehlen da jetzt eigentlich nochmal? Ich will noch mal kurz nachgucken. Da fehlen jetzt dann noch, Moment. Passt schon. Hier. Es fehlen noch drei weitere. Vielleicht sind im nächsten Raum dann noch drei weitere und da hätten wir schon alles. Wäre ziemlich cool. Mal gucken. So. Ich sehe erstmal keine mehr. Aber es könnte ja trotzdem sein. So, und los. Und durch da. Sehr gut. So. Und das sind drei Federn. Perfekt, das sind die letzten. Deswegen werden wir dann gleich sogar hier zwei Pages bekommen. Einerseits durch die Federn und dann eben noch das Eigentliche bei der Herausforderung hier. Ich hole mir auch die vielleicht erstmal schnell. Ja, das ist aber ziemlich schwierig sogar hier, weil es auch alles natürlich einsinkt. Okay, war Pagey damit. Sehr gut. Aber wir schaffen das schon, da jetzt dann durchzukommen. Hoffe ich zumindest mal. So, Moment. Okay. Dann schön ausrichten. Und los. Okay. Und durch da. Okay, ganz knapp. Aber gerade so geschafft und sogar noch ein bisschen mehr. Wir sind immer noch nicht fertig. Es ist nicht ganz einfach hier. Und ich will euch hier wieder kurz die Gegner schnell besiegen, weil die ansonsten mir vielleicht im Weg sein könnten. So. Und stirb. Gut. Und das passt dann. Alles klar. Dann gleich wieder hindurch. Komme ich da drüber über die Dinger? Ich hoffe mal. Muss ja eigentlich fast so sein. So. Und los. Hui. Ja, gerade so. Na, jetzt bin ich mal hängen geblieben. Und deswegen ging es nicht mehr. Verdammt. Eigentlich wäre das sogar noch ein bisschen Platz gewesen, habe ich den Eindruck, aber... Ging dann doch nicht mehr ganz. Aber an sich ist es auch machbar. Diese Herausforderung hier. So, Moment. So, jetzt will ich nicht hängen bleiben. Es war irgendwie... okay, ich habe es irgendwie geschafft. Es war irgendwie doof, wenn ich nämlich hier so reinrolle. Ja, genau, weil hier nämlich, das können wir sehen, wenn mich hier so ein bisschen die Kante übersteht, dann komme ich hier nicht ganz hoch und bleibe da hängen. Deswegen, ich muss da ein bisschen aufpassen dann. Okay. So. Und jetzt geht es gerade immer noch weiter. So, hier jetzt dann über solche Stämme auch. Okay. Ist eigentlich noch unter Wasser irgendwas? Mir fehlt ja auch immer noch ein Ghostwriter hier. Und vielleicht ist er sogar hier. Aber es sieht nicht so aus. Ich höre auf jeden Fall nichts. Nee, ich höre nichts. Dann dürfte, glaube ich, alles passen. Ich glaube, es ist, glaube ich, dann echt einfach nur eine Falle halt, wenn ich da nach unten fallen sollte. Dass ich eben dann noch mich mit der blöden Qualle beschäftigen muss. Okay. So. Ah, da hinten ist er auch dann. Okay. Dann los geht's. Hui! Okay, kann ich einfach drüber rollen hier so ein bisschen. Und rein da. Yay! So. Und dann bin ich jetzt hier oben wieder am Start. Alles klar. Und damit fehlen dann schon nur noch drei weitere Pages insgesamt, die uns noch fehlen. Und ich weiß ja auch schon genau, wie ich die finden kann, weil zwei fehlen mir noch bei Rextro, die ich mir noch holen kann. Und dann eben noch ein weiteres durch den Ghostwriter. Und deswegen mal gucken, was ich jetzt dann als nächstes finden werde. Ich denke mal, ich werde es dann mal ein bisschen nach der Spielmünze suchen, dass ich mal die dann finden kann. Und dass wir dann uns die eben noch holen können und dass wir dann bei Rextro halt da die Minispiele spielen. Oder das Minispiel spielen können mit dann zwei Pages dafür. Okay, mal schauen. Oh, okay, ich habe was gefunden. Das war aber nicht das, was ich eigentlich gesucht habe. Nein, ich habe schon davor L gedrückt. Mann, ey. Auf jeden Fall habe ich was gefunden, aber es war nicht das, was ich eigentlich...
eigentlich finden wollte. Ich habe eigentlich schon davor oder ZL gedrückt, um die Stampftaktik zu machen, aber leider kam wieder so ein kleiner Lag, deswegen ist es dann verzögert war irgendwie, keine Ahnung. Aber ja, ich freue mich da auch auf jeden Fall. Aber dennoch habe ich jetzt die Spielmünze noch nicht gefunden. Und ich finde es ein bisschen komisch, weil ich habe mich auch schon in der Nähe von Rexstorm gesehen. Aber bisher war die ja immer in der Nähe von ihm. Und ich habe die jetzt aber in seiner Nähe nicht finden können. Und da hat auch Yuka nie gepfeift. Deswegen, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wo die jetzt dann ist. Aber ich werde noch weitersuchen, ne? Und die dann schon noch irgendwie finden. Mal gucken. Ah, hier höre ich gerade im Pfeif... Wow, im Pfeifen. Ah, der Ghostwriter ist hier. Okay. Das war jetzt auch so wie viel Glück, weil ich habe das jetzt nämlich. Ich habe jetzt gar nicht das Lachen von ihm gehört. Ich habe nur das Pfeifen von Yuka gehört. Aber ich habe halt dann kurz aufblitzen gesehen. Okay, ganz cool. Sehr schön. Achso, aber er pfeift immer noch. Oder? Moment. Tatsächlich, ja. Okay. Dann ist hier also auch gleich die Spielmünze. Nee, das muss nämlich die Spielmünze sein. Weil die Spielmünze ist noch das Letzte, was mir jetzt hier überhaupt noch fehlt. Ja, das muss eigentlich so sein. Ja, okay, stimmt. Weil ich glaube nämlich, dass auch Yuka... Ah, da oben ist sie einfach. Okay, gefunden. Nice. Ich glaube nämlich auch, dass Yuka mir... Verdammt. Dass Yuka mir Ghostwriter nicht durch das Pfeifen signalisieren kann. Aber halt dann die Spielmünze eben schon. Okay. Kann man da eigentlich auch ohne Fliegen hin? Warte mal kurz. Mal kurz weg. Ja, schon. Ich muss nämlich einfach nur hier nach oben und dann von hier aus da hoch und da komme ich da ran. Okay. Ich war halt nur verwirrt, weil es jetzt halt ein ganz anderer Ort als sein Automat, weil der ist ja da hinten. Ganz, 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 ganz auf der anderen Seite so ungefähr. Aber dennoch haben wir sie jetzt. Sehr schön. Und okay, das, okay, ist bei dem Abschnitt hier, wo ich dann mich immer da so entlanghangeln musste. Okay, alles klar. Gut. So. Aber dann haben wir erstmal alle so besonderen Sachen hier in der Welt gefunden, meine ich. Und dann fehlt es eben nur noch das Minispiel von Rexo, das wir jetzt halt noch zweimal schaffen müssen. Einmal normal und einmal mit Highscore. Und dann, wenn wir das geschafft haben, dann dürften wir auch die 100% hier erreicht haben, glaube ich. Okay. So, wenn wir dann auch gleich einen Angriff nehmen. Das letzte Minispiel also hier von Rexo, das wir hier überhaupt spielen werden im Let's Play. Abgefahren! Freunde haben Spielmünze. Bitte geh zu Spielautomat und drücke A. Wenn du das Spiel schaffst, gibt Rexo Spezialgewinn. Okay. So, das ist nämlich Bebop. Okay. Wollen Freunde spaßiges Automatenspiel spielen? Ja, gerne. So, dann zeig mal hier. Bebop. Was müssen wir jetzt da machen? Keine Ahnung. Schauen wir mal. Spiel dauert 2 Minuten. Besiege Firmy, schnapp dir Power-Ups und hol den Highscore. Sumpf wird angegriffen von bösen Buben. Nur radikale Drohnen können Bereich verteidigen und Firmys zerstechen. Okay. Bewegen, Boost und Luftangriff habe ich. Okay. Ich habe wieder mal keine Ahnung, was los ist, aber das habe ich selten bei den Beschreibungen. Ich muss es einfach spielen, um es dann verstehen zu können. Ich spiele immer. So, mal gucken. Achso, okay, ich spiele auch tatsächlich eine von diesen komischen Bienen da, von diesen ekligen Gegnern. Okay, also ja, ich kann springen. Oh, wow. Okay, ich mache so eine Stampfattacke hier. Kaboom. Okay, ist auch witzig. Ich kann anscheinend auch unendlich oft fliegen, denke ich mal. Und ich muss halt hier alle möglichen Gegner erwischen und dann dem Feuer da auch ausweichen und von dem nicht erwischt werden oder von den Gegnern nicht. Ich meine, können mir die Gegner Schaden machen? Ich will es kurz testen. Ne, können sie sogar nicht. Tatsächlich. Aber das Feuer halt. Ne, auch nicht sogar. Oder? Hä? Aber wie kann ich dann Leben verlieren? Das will ich mal jetzt kurz austesten, ne? Weil jetzt aktuell muss ich ja noch keinen Highscore kriegen, deswegen jetzt wird's mich noch interessieren. Das ist dann gleich, wenn ich dann den Highscore mir auch holen will, dann weiß. Oder ist es so, dass ich halt das Feuer von oben quasi berühren darf, weil ich dann da so entlang bounce? Ja, jetzt geht's aber nicht mehr. Ja, aber irgendwie verschwindet es mal da. Ich will es mal kurz testen. Ich meine, jetzt ist rechts unten der nächste, ich weiß. Aber ich will es mal kurz testen, wie das jetzt ist, dass ich das dann gleich weiß. Ich darf da einfach reingehen, wie ich will. Oder darf ich vielleicht den Boden quasi nicht berühren? Also den Sumpf halt? Okay, dann verliere ich ein Leben. Aber ich meine, das kann ja eigentlich fast gar nicht passieren, oder? Ehrlich gesagt, weil ich ja auch unendlich oft hier springen kann. Also halt fliegen quasi. Und das Feuer macht mir auch gar keinen Schaden. Ich meine, das Feuer kann mich ein bisschen nach unten dringen. Das schon. Aber überall unter dem Feuer bin ich ja auch eigentlich immer safe. Weil selbst wenn ich hier jetzt reinfallen sollte, dann lande ich ja hier trotzdem sicher. Aber ich muss halt danach rechtzeitig dann den B-Knopf drücken, das stimmt. Aber ansonsten habe ich da jetzt auch gar kein Problem. Deswegen ist das eigentlich ziemlich einfach, finde ich. Ich habe übrigens auch eine Energieanzeige für meine Stampfattacke, die ich da mal machen kann. Und wenn ich das Feuer berühre, dann nimmt meine Energieanzeige auch nicht ab. Ich dachte, dass dann wenigstens vielleicht die abnehmen würde, aber tut sie sogar auch nicht. Deswegen, das ist dann doch sehr, 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 sehr einfach, behaupte ich jetzt mal, das Minispiel. Kommt dann auch ein bisschen drauf an, wie dann der Highscore ist. Vielleicht muss ich ja wirklich dann mega schnell sein und alle Gegner mal voll schnell besiegen. Das ist dann eher die Schwierigkeit.
Aber überhaupt zu überleben in dem Minispiel, das ist sogar am einfachsten von allen Spielen, würde ich fast sagen. Weil das ist echt gar kein Problem. Okay. So, was weiß mein Highscore? Jetzt bin ich hier aufgepasst. 2600 oder sowas, glaube ich. Wenn ich es gerade richtig gesehen habe. Wow, das war eine der besten Arcade-Vorstellungen aller Zeiten. Woher willst du das wissen? Du weißt doch nicht mal mehr, was du zum Frühstück hattest. Rexro, jetzt okay. Gedächtnis kommt zurück. Rexro musste ein paar Blocks löschen. Versucht, spiel gerne nochmal. Wenn Freunde Highscore schlagen, gibt Rexro noch einen Preis. Okay. So, ich will gleich nochmal. Ja, natürlich. So. Dann schauen wir nochmal. Aber ich habe jetzt trotzdem vor den Minispielen nicht so viel Angst, muss ich sagen. Das dürfen wir, glaube ich, hinkriegen. So, okay, 4000. Das ist schon deutlich mehr als das, was ich gerade geschafft habe. Weil, wie gesagt, ich glaube, ich hatte 2600 oder irgendwie sowas. Aber ich habe ja auch gerade eben mega viel Blödsinn gemacht und mir absichtlich total viel Zeit gelassen. Und deswegen dürfte es, glaube ich, schon dann machbar sein. Okay. So, einer von den Gegnern gibt mir, glaube ich, mal 100 Punkte, wenn ich es richtig gesehen habe. Genau, und ich habe 2 Minuten jetzt insgesamt Zeit und 4000 muss ich ja schaffen. Das heißt irgendwie, dass ich so alle 3 Sekunden oder sowas, glaube ich, jetzt dann einen kriegen sollte. Und dann werde ich das, glaube ich, ungefähr hinkriegen. Das sollten wir schon schaffen. So, vor allem zum Ende hin kommen ja dann auch mehr Gegner auf einmal. Jetzt am Anfang sind sie noch ein bisschen verteilt, aber zum Ende hin kommen halt dann auch viele auf einmal, die ich dann treffen kann. Deswegen, ich mache mir da jetzt, wie gesagt, dann keine so großen Sorgen und wir sollten das alles hinkriegen. Jetzt habe ich ja 3 auf einmal, dann die ich besiegen kann, genau. Sehr schön. Ich frage mich auch, kriege ich eigentlich Kombo-Punkte, wenn ich da mehrere auf einmal besiege, gleich mit einer Attacke? Ja, nee, okay, das geht anscheinend auch gar nicht, weil ich mit einem Sturzflug immer nur einen erwischen kann, oder? Oder kann ich vielleicht so jetzt mehrere treffen? Ja, okay, ich kann so, wenn ich unverwundbar bin, kann ich einfach auch in die reinrennen und sie dann so schon direkt besiegen. Okay, also man hat wirklich dann einige Möglichkeiten hier und es sollte dann alles wirklich drin sein. Ich bin mir auch nicht sicher, wie viele Punkte ich gerade verloren habe, als ich runtergefallen bin, weil ich habe bestimmt auch wieder Punkte verloren. Aber es wird mir jetzt eh nicht passieren, weil, wie gesagt, das Runterfallen eigentlich echt gar kein Problem ist. So, und es sieht wirklich sehr gut für uns aus. Denn wir haben jetzt dann gleich schon 3000 Punkte und noch eine Minute übrig. Oder knapp eine Minute zumindest. Deswegen sollten wir auch wirklich hinbekommen dann. Come on. Ja, okay, jetzt habe ich schon schaffen können, dann 2 auf einmal zu killen. Deswegen, das geht schon. Auf jeden Fall, hier auch, jetzt auch wieder. Kaboom. Kaboom. Ja, nicht schlecht. Und wie gesagt, es wird sogar zum Ende hin noch einfacher für uns, viele Punkte zu erzielen, weil da eben auch dann mehr Gegner auf einmal mal auftauchen. Deswegen ist wirklich alles total machbar. Ja, verdammt. Ja, okay, ich meine, der Nachteil beim Feuer ist auch, dass der auch meine Stampfattacke dann cancelt. Deswegen, ich sollte schon ein bisschen aufpassen, da nicht jetzt unbedingt reinzurennen. Was war jetzt das? Das ist jetzt auch wieder so peinlich, ne? Ich habe gerade gesagt, dass es unmöglich quasi ist, hier zu sterben und ich schaff's trotzdem irgendwie. Weil ich irgendwie von der Plattform da blöd abgeprallt bin und ich dann das falsch eingeschätzt habe. Ich habe keine Ahnung. Egal. Auf jeden Fall kriegen wir es trotzdem hin, hier dann den Highscore zu erfüllen. Über 5000 haben wir sogar. Also ihr habt wirklich kein Problem für uns. So. Und noch den vielleicht? Spricht ihr noch? Okay. 5300, ja, das passt. Gut. So. Sehr schön. Alles klar. Boah, Freunde haben Highscore geknackt. Diesen Rekord gibt es schon, seit Rexro sich erinnern kann. Also nicht so lange. Bitte, nehmt Rexros Belohnung. Nehme ich gerne. Dankeschön. Möchten Freunde wieder spielen? Nee, erstmal nicht. So, und damit, nochmal kurz nachgucken, sollten wir jetzt, glaube ich, meine ich, hoffe ich, denke ich, ja, so ist es, hier im Trauerlabyrinth-Sumpf dann auch alles gemacht haben. Alle Pages, alle Federn, alles andere, alle Ghostwriter, alles haben wir hier gefunden. Sehr schön. So, und dann gleich werden wir uns wiedersehen in Hibiri Towers, wenn wir uns dann dort auf den Weg machen zu Welt 4, zum Capital Casino. Und wir dann in Hibiri Towers dann hoffentlich auch noch ein paar weitere Pages dann auf dem Weg zu Welt 4 finden können. Und dann machen wir aber Welt 4, also Capital Casino, auch gleich in diesem Part und werden dann auch dort versuchen, dann noch die 100% zu erreichen. Da fehlt uns sogar auch noch weniger als hier in der dritten Welt, meine ich. Deswegen, das dürften wir auf jeden Fall auch noch in diesem Part dann unterkriegen. Also dann gleich wieder, wie gesagt, sehen wir uns zurück in Hibiri Towers. So, dann schauen wir doch mal. Genau, dort oben ging es dann entlang zu Welt 4 und auch Welt 5. Ja, yep. Und jetzt haben wir ja wieder dann auch einige weitere Fähigkeiten, weil als wir uns auf den Weg zum Capital Casino gemacht haben, hatte ich ja auch die Flugfähigkeit noch nicht. Und deswegen können wir jetzt dann damit eventuell hier auch weitere Sachen finden. Ich hoffe es auf jeden Fall. Aber hier ist erstmal nichts. Da bin ich eigentlich falsch, hier war mal kurz. Ne, genau, aber hier will ich nämlich hin, richtig. Weil es mich dann hier zu Welt 4 und Welt 5 geht. Hier ist aber nichts mehr. Okay. So. Gut.
Und dann gleich, wie gesagt, hoffe ich, dass wir dann dort noch einige weitere Sachen finden, weil mir fehlen nämlich immer noch recht viele Pages hier in Hibbery Towers. Ich glaube noch irgendwie 7 Stück oder sowas, meine ich. Also wirklich noch einige. Und ich bin mir nicht ganz sicher, wo die noch alle sein sollen, muss ich zugeben, weil ich habe ja schon auf den Wegen zu Welt 1, Welt 2 und Welt 3 ja eigentlich schon alles gründlich überprüft, finde ich. Und es fehlen eigentlich nur noch die Wege zu Welt 4 und Welt 5. Und dass ich jetzt dann da noch so viele Pages finden kann, halte ich eigentlich für ein bisschen unwahrscheinlich, aber es muss eigentlich fast sein, weil ich nicht wüsste, wo die ansonsten noch sein sollten. Also gucken wir einfach mal, wird schon hoffentlich alles passen. Mal schauen. Kann ich eigentlich hier hin zum Beispiel? Ja, kann ich gar nicht hin. Okay. Ich will jetzt dann erstmal, wie gesagt, den Weg erstmal nur zu Welt 4, zum Capital Casino eben gehen und nicht zu Welt 5. Weil ich mich erstmal dann dort gleich umsehen will. Ja, okay, und da können wir vielleicht doch noch ein paar weitere Sachen finden. Weil da war ja auch der Ort, wo dann auch die ganzen Bücher angezogen wurden, glaube ich, von dieser komischen Maschine da von Capital B. Und deswegen ist dann da vielleicht auch noch ein bisschen mehr. Ich hoffe zumindest. Mal gucken. So. Schmetterlinge nehme ich gerne an. Dankeschön. Und gleich wieder losfliegen. Ui. Und dann gehe ich vielleicht auch erstmal dann eben diesen Weg da entlang, dann gleich, bevor ich dann mich direkt zum Capital Casino aufmache, weil hier ist, glaube ich, eh nichts Besonderes mehr. Aber eben dann in diese Richtung. Da könnte jetzt noch einiges mit der Flugfähigkeit dann sein. Deswegen will ich mir jetzt dann hier auch ein bisschen umgucken. Das Blöde ist halt nur, dass mir Pages leider auch nicht mit meinem aktuellen Tonic angezeigt werden können, sondern halt wirklich nur irgendwelche anderen besonderen Sachen, aber Pages eben nicht. Und deswegen werde ich dann noch den noch dann gründlich suchen müssen. Mal gucken, ich werde dann noch da hinten irgendwie suchen, weil da ist vielleicht auch noch irgendwas. Werden wir kurz nachschauen. Aber eventuell werde ich dann auch gleich hier in Hibbery Towers vielleicht einen Schnitt machen müssen. Mal gucken. Hier ist ein großer Schalter jetzt. Okay, jetzt habe ich glaube ich verstanden. Weil ich glaube, die Bücher hier bilden nämlich so ein bisschen eine... Okay, das ist auch ganz cool, eine Domino-Reihe. Weil da sind nämlich sogar auch Dominosteine abgebildet quasi. Und ich muss das erste anstoßen. Und zwar wahrscheinlich... Hier so. Ui. Ja, sehr cool. Coole Idee. Und wir kriegen ein weiteres Pagey. Sehr schön. Hm. Würde es euch gefallen, wenn ich in euer Haus käme und Sachen umwerfen würde? Wäre nicht so gut wahrscheinlich, aber ist mir ziemlich egal. Denn ich habe ein weiteres Pagey hier. So. Dankeschön. Was ist eigentlich hier? Kann ich da rein? Ne, ist eine Glaswand davor. Okay, da werden dann die ganzen Buchstaben aufgesogen. Oder so. Auch sehr interessant. Okay. Aber kann ich denn... Ja, weg hier, weg hier, weg hier. Na, verdammt, ich war zu langsam. Aber kann ich denn hier noch andere Sachen eigentlich finden? Lass mich erstmal bitte nach oben fliegen. Kann ich noch hier andere Sachen finden? Das können wir nämlich durchaus vorstellen. Halt dann weiter oben etwas. Ich meine, das sind noch ein paar Schmetterlinge. Aber hier hinten war ich ja, glaube ich, schon mal. Aber da habe ich ja, glaube ich, nichts finden können. Das darf, glaube ich, alles passen. Ja, aber halt eventuell noch hier ganz oben. Vielleicht. Dann kann ich eigentlich da auch reingehen? Ja, ich kann hier stehen. Das sieht auch witzig aus. Aber okay. Aber ich meine, vielleicht ist ja hier oben noch wirklich irgendwas. Deswegen will ich noch ganz kurz hier nachgucken. So. Aber dann gleich werde ich es, glaube ich, auch sein lassen, weil ich kann mir jetzt eigentlich doch nicht vorstellen, dass hier noch irgendwas ist, weil es dann doch irgendwie komisch wäre, finde ich. Kann man doch hier reingehen? Ui. Wo die ganzen Buchstaben angeflogen kommen. Aber ich glaube, hier ist dann doch nichts mehr. Okay, haben wir immerhin hier ein weiteres Pagey mitnehmen können mit dieser Domino-Reihe da. Und deswegen passt es dann schon, denke ich. Ist eigentlich hier noch irgendwas bei diesen Büchern da? Sieht nämlich auch auffällig aus, weil halt manche von denen auch andere oder halt andere Bücher sind. Ja, aber ich glaube, hier ist auch nichts mehr. Okay. So, aber wir können ja auch noch uns diesen Ort hier genauer angucken. Weil wir sind ja schon mal hier nach oben dann geklettert. Aber das war ja dann nur gut für eine Abkürzung, glaube ich, die wir dann irgendwo anders hin erhalten haben, nämlich hier. Ich weiß nicht genau, wo die hinführte, die Abkürzung. Aber irgendeine Abkürzung haben wir da erhalten. Und was mache ich hier nochmal? Hier ging es doch dann zu Welt 5 bei diesem Ort hier, ne? Ich glaube schon. Ich meine schon, ja. Aber vielleicht ist ja jetzt dann hier an diesem Ort auch noch irgendwas. Das könnte ja sein. Oder hinten vielleicht? Ja, lass mich in Ruhe, da hinten vielleicht. Ich bin jetzt aber auch nicht ganz sicher, ehrlich gesagt. Weil es dann doch nicht so wirkt, als wäre hier noch irgendwas anderes. Da kann ich hier hin? Vielleicht hinter dieser Tafel komme ich da hin? Ne, da komme ich nicht hin, leider. Schade. Okay. Dann will ich mal, glaube ich, doch kurz einen Schnitt machen wieder. Und mal nochmal kurz gucken, ob ich jetzt dann hier an diesem Ort noch irgendwas anderes finden kann. Weil ich will jetzt mal kurz nachgucken. Aber mir fehlen, wie gesagt, noch ziemlich viele Pages hier.
Okay, 5 Stück sind es noch. Aber es ist immer noch einiges. Also, wo die noch alle sein sollen, dann habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung. Deswegen dann eben ein kurzer Schnitt. Und dann gleich habe ich vielleicht hier noch ein weiteres Page irgendwo gefunden. Und wenn nicht, dann werden wir uns halt gleich wiedersehen in Welt 4 im Capital Casino. Und dann dort auch. Mach mal, ne. Und dann dort auch noch dann eben die 100% nachholen werden. Mal gucken. Okay, ich habe da jetzt erstmal nichts mehr finden können. Wie gesagt, wo jetzt dann diese 5 Pages dann noch sein sollen, habe ich keine Ahnung, aber wird sich schon noch irgendwie klären. Wir machen dann jetzt erstmal weiter eben, wie gesagt, mit dem Capital Casino, wo ich auch nochmal kurz nachgucken will, was uns da noch so alles fehlt. So, aber ist auch nicht mehr viel. So, hier. Denn es sind nur noch 3 Pages und 2 Ghostwriter noch und 3 Federn. Okay, also wir kriegen dann natürlich wieder 2 Pages für die Federn und für die Ghostwriter. Und ich glaube, mir fehlte doch nur noch eine einzige Spielmünze für ein weiteres Page. Deswegen, mir fehlt halt dann eben eine Spielmünze irgendwo, um dann ein weiteres Page zu erhalten. Und dann eben noch 3 Federn und 2 Ghostwriter. Und dann dürften wir hier auch alles bekommen haben. Also gar nicht mal viel. Und mal gucken, ob wir dann die Sachen auch gleich alle relativ schnell finden können. Ich hoffe es doch. Wow, aber erstmal, wow, okay. Ich habe ja erstmal direkt beim Start den Totenkopf gefunden. Okay, einfach hier nach oben fliegen und dann ist er da auch schon. Okay, auch sehr interessant. Habe ich auch wieder ganz vergessen, dass wir den auch noch hier finden mussten. Aber jetzt dann, abgesehen von dem, dürften jetzt dann eben nur noch das fehlen, was ich gerade erwähnt habe. Also 3 Federn, 2 Ghostwriter und eine einzige Spielmünze. Und dann dürften wir, glaube ich, alles haben. Also mal gucken. Stimmt, das habt ihr mir auch schon mal in die Kommentare geschrieben, dass ich hier beim Golfplatz, vielleicht hier innen drin, dass ich hier mich genau umgucken soll noch. Weil hier pfeift nämlich Yuka auch gerade. Also irgendwas ist hier. Bei der Flagge noch irgendwie. Lass mich mal in Ruhe, bitte. Ah, ich habe gerade was gesehen. Da oben, tatsächlich. Da ist die letzte Spielmütze. Okay. Lass mich doch in Ruhe, hey. Ich will doch nur nach oben fliegen. Mann, ey. Um mir die zu holen. So. Yay! So, 10 weitere haben wir damit. Sehr schön. Die wir es dann auch gleich abgeben können. Will ich mal am besten vielleicht gleich schnell machen. Und dann danach fehlen dann eben nur noch 2 weitere Pages, die wir aber sowieso dann noch für die 100% ja erhalten werden. Für die Federn und halt auch für die Ghostwriter. Wo ich noch aktuell keine Ahnung habe, wo die sind. Ich habe jetzt halt die Spielmünze als erstes gefunden. Aber wo jetzt dann hier noch die anderen beiden Ghostwriter sind oder auch die 3 letzten Federn, habe ich keine Ahnung. Aber werde ich dann schon noch finden, hoffe ich mal. So, hallo. Hey, wir hätten dann gern deinen letzten Pagey. Ja. Oh Mann, ist das cool. Mir reicht es mit diesem unfähigen Casino. Ich werde diese nutzlosen Spielautomaten zu Silberpfützen einschmelzen. Okay, das letzte Page von ihm. Sehr schön. So. Und ja, dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich dann halt eins von diesen anderen Dingen, die mir hier noch fehlen, gefunden habe. Mal gucken. Ah, ich hab's gesehen. Hab das auch gesehen. Da oben. Okay, ich habe gefunden. Schon mal den schwierigeren von den beiden, würde ich behaupten. Weil ich den ja normalerweise nicht so gut sehen kann. Hier oben ist der. Stimmt, weil hier waren wir auch schon mal, aber ich habe dann mich gewundert, warum hier nichts ist, aber hier ist doch etwas. Nämlich dann der Ghostwriter hier. So. Aber wo jetzt der andere ist, habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung. Und es wird noch ziemlich schwierig werden, dann den zu finden, glaube ich. Aber wo der jetzt ist, weiß ich nicht genau. Ich meine, die Federn zu finden, das dürfte ein bisschen einfacher werden. Ich habe jetzt noch nicht die Nebenbereiche untersucht, nur den Hauptbereich hier. Die Federn dürften einfacher werden, weil die Federn, bei den Federn pfeift der Yuka auch wieder. Deswegen, das sollten wir hinkriegen. Aber wo jetzt da noch der andere Ghostwriter ist, habe ich echt keine Ahnung, weil da pfeift der Yuka nicht, den muss ich selber finden dann. Aber gut, werde ich dann schon noch alles auch schaffen. Mal gucken. Aha, hier, beim Stromnetz. Noch irgendwo. Hier unten. Ah, hier ist noch eine. Okay, aber es sind noch mehr hier. Der Yuka pfeift immer noch. Oder war es noch von der einen gerade eben? Ah, ne, hier einfach. Ja, und nochmal, die dritte. Vielleicht? Yes. Puh. Okay, ja, das stimmt, aber hier beim Stromnetz, bei diesem Bonusabschnitt dann auch, da waren die Federn auch wirklich relativ schwierig versteckt, das ist richtig. Weil da waren auch ein paar andere schon ziemlich fies und die habe ich dann jetzt da eben verpasst. Okay. So, und damit fehlt dann nur noch ein einziger Ghostwriter, den ich jetzt dann hier noch irgendwo finden muss. Na toll. Oh. Hier ist er. Hallo, ich habe dich gefunden. Okay. Puh. Bei dieser Herausforderung hier, wo man dann immer die richtigen Bildchen da treffen musste, hier unten. Ich bin mir nicht sicher, ob ich in diesem Raum hier überhaupt jemals nach unten gefallen bin an diesem Ort. Ja, aber andererseits muss ich ja fast, weil ja hier auch dann die Kombination ist. Aber ich habe anscheinend nicht wirklich dran gedacht, hier die Kisten zu zerstören, wo dann der Typ drin war. Na gut, auf jeden Fall haben wir ihn jetzt. Sehr schön. Und ich bin mal dann gleich, wenn ich mal kurz hier nach oben komme, dann werde ich mal kurz nachgucken, ob wir jetzt wirklich hier alles haben im Capital Casino. Aber ich glaube schon. So. So ist es.
alle Pages, alle Federn und auch alles andere haben wir dann auch hier komplett geschafft. Deswegen, ja, in den ersten vier Welten haben wir jetzt schon überall die 100%. Sehr schön. Wir können mal kurz nachgucken, wie viel jetzt eigentlich insgesamt noch fehlt, denn es dürfte jetzt auch schon nicht mehr so viel sein. So, Spielstand, genau. Nämlich noch 8 Pages, dann noch 14 Federn, dann noch einmal so ein Power-Erweiterungsdingsi und noch 2 Ghostwriter. Also wirklich nicht mehr viel, was wir uns dann hier noch alles holen müssen. Okay. So, und dann sehen wir uns gleich wieder zurück in Hibbery Towers. Okay, aber ich möchte jetzt eigentlich gar nicht mehr zu Welt 5 noch hinlaufen, weil mir ist aufgefallen, dass wir jetzt dann wahrscheinlich nur noch 2 weitere Parts vom Let's Play haben, schätze ich mal. Weil im nächsten Part werden wir halt dann noch in Welt 5 und auch dann hier in Hibbery Towers dann noch alles sammeln. Und dann sollten wir im nächsten Part schon die 100% haben, hoffe ich mal. Und dann beim übernächsten Mal kommt das Finale und dann war es ja auch schon. Deswegen wird dann wahrscheinlich das Let's Play nur noch 2 weitere Parts eben haben. Und deswegen möchte ich auch noch erstmal sagen, Leute, was dann hier für diesen Part von Let's Play Yooka-Laylee. Beim nächsten Mal kommt dann eben noch, wie gesagt, Welt 5, wo wir uns dann noch alles holen werden. Und dann auch noch hier in Hibbery Towers, weil wir uns dann auch noch alles holen. Wird dann hoffentlich so alles klappen. Und es könnte jetzt übrigens sein, dass dieser Part hier jetzt dann auch wieder nicht eine halbe Stunde ist. Ich würde mal schätzen, dass er kürzer ist als eine halbe Stunde, würde ich jetzt mal vermuten, aber ich weiß nicht sicher. Aber auf jeden Fall beende ich jetzt mal hier den Part, weil dann eben nach meinem Plan jetzt es nur noch 2 weitere Parts geben wird. Genau weiß ich es eben nicht, weil ja alles blind ist. Es könnte sein, dass beim Finale danach dann noch irgendwas kommt, dass ich noch eine Bonuswelt freispiele oder sowas. Aber das glaube ich eigentlich weniger. Und deswegen, wie ich vermuten würde, sind es nur noch 2 Parts. Beim nächsten Mal eben die 100% und beim übernächsten Mal ist dann das Finale. Und dann haben wir auch schon Yooka-Laylee komplett durchgespielt. Mal gucken, ob es dann wirklich so alles klappen wird, wie ich mir das vorstelle. Okay. Auf jeden Fall würde ich dann auch sehr über einen Daumen hoch, einen Kommentar oder auch ein Abo freuen und hoffentlich werden wir uns dann bei neuen Videos wiedersehen. Gut, also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.